Kapitel 19: Die Geburt des Weiles, der Vierseelengott. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es endlich geschafft. Dakra ist tot. Ich weiß, endlich kann der Frieden einkehren. Nur, könnt ihr uns bitte noch einmal genau erklären, was hier los ist? Wovon redet ihr auf einmal wegen Lord Ecke als ersten Menschen? Es ist recht simpel. Dakras Macht, die ihn so stark machte, war die Hälfte der Kraft des ersten Menschen, die Omegon einst erschuf. Dakras Ziel war es auch, an die zweite Hälfte zu gelangen, um all die Macht zu bekommen, mit der er Omegon besiegen könnte. Und mit all seiner Kraft wäre ein Krieg ungewinnbar gewesen, wenn er die Wahrheit irgendwie herausgefunden hätte. Bevor ich nach Schatzstadt kam, war auch ich ein Mensch. Günther ist der zweite Mensch in dieser Welt, ich der erste. Dakra ist gescheitert, weil er all die Zeit das falsche Pokémon jagte. Während Lord Ecke noch erklärte, tat sich etwas Unerwartetes. Ähnlich wie in meiner großen Schlacht mit Dakra veränderte sich die gesamte Umgebung um uns herum. Nach wenigen Momenten waren wir an einem vollkommen anderen Ort. Der einzige Unterschied war nun, dass es nicht nur aussah wie ein Ort in einer anderen Zeit. Wir hatten tatsächlich die Sternlichtkuppel verlassen. Wo sind wir hier auf einmal? Wir waren doch gerade noch in der Kuppel. Der Ort, an dem wir nun standen, ähnelte dem Ort, an welchem Darkreis letzter Kampf endete. Um uns herum schien die Lebensenergie, die Materie, welche zwischen den Welten existierte. Doch wir standen auf einer massiven Erhöhung und ein riesiges, rundes Brett bildete den Boden unter uns. Latias flog in die Luft, um dieses Areal auszukundschaften. Und was sie sah, schien sie zu faszinieren. Dieser Ort, seht euch das an. Guckt herunter. Wir sind auf der Spitze des Weltenbaumes. Latias hatte recht. Am Abhang des Brettes erkannten wir die Baumkrone aus Sternlicht, welche diesen Boden hielt. Deutlich weiter unten standen vier kleine Bäume. Waren dies die anderen Weltenbäume? Weshalb waren sie so winzig im Vergleich zu unserem? War es, weil sie nicht genügend Lebensenergie bekamen? So etwas habe ich noch nie gesehen. Wie kommen wir denn auf einmal an diesen Ort? Diese Frage konnte sich noch keiner von uns beantworten. Doch ich bemerkte, dass an den Blättern eines der anderen Weltenbäume ein leuchtender Punkt entstand. Es war wie ein kleiner, einsamer Tautropfen, der langsam von seinem Ast fiel. Doch als er das Ende des Astes erreichte, strömte er auf diese Plattform empor. Langsam bildeten sich mehr und mehr dieser Tropfen. Und nicht nur bei einem der vier Weltenbäume, sondern bei allen vieren von ihnen. Die leuchtenden Tropfen wurden mehr und mehr, bis es beinahe war wie ein Regenschauer der Sterne persönlich. Doch erst als ich sah, wozu die Sterne diesen Weltenbaum erklommen, erkannte ich, was nun geschah. All die leuchtenden Tropfen sammelten sich in einem Punkt. In Darkrai. Langsam öffnete der dunkle Gott seine Augen. Die Kraft dieser eigenartigen Tropfen, was auch immer sie waren, hatten ihm ein zweites Leben geschenkt. Doch er wirkte schwach. Unsagbar schwach. Er konnte nicht einmal die Energie aufbringen, von alleine aufzustehen. Doch als mehr und mehr der eigenartigen Macht auf ihn einströmte, begann er langsam zu schweben. Immer noch geschah es nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern wirkte eher, als würde irgendeine unsichtbare Macht ihn in die Luft ziehen, als würden unsichtbare Fäden seinen erschlafften Körper halten. Leise ertönte seine geschlagene Stimme. Meine Götter! Vergebt mir, Omegon war zu mächtig. Ich habe euch enttäuscht. Eine weitere Stimme ertönte. Sie wirkte unfassbar mächtig, als würde ihre alleinige Präsenz den ganzen Raum erfüllen. Mache dir keine Vorwürfe, treuer Freund. Wir alle wurden getäuscht. Ein weiteres Mal. Noch eine weitere Stimme fuhr fort. Die Existenz eines zweiten Menschen war unberechenbar.
Als wären es nicht genügend, fügte nun noch eine Stimme etwas hinzu. Diese Niederlage ist nicht deine Schuld. Du hast mehr gegeben, als man je hätte verlangen können. Eine vierte Stimme schloss den Kreis. All die Freunde, die du gefunden hattest. All die Pokémon der Welten, für die du kämpfst. Sie alle standen auf deiner Seite in deiner großen Schlacht. Und auch nun tun sie es immer noch. Darkrai, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Erhöre all ihre Gebete. Lass dir die Kraft spenden, welche dich tragen wird. Und auch wir werden nicht noch einmal denselben Fehler machen. Darkrai, du kämpftest an unserer Seite seit Jahrhunderten. Doch wir standen nur daneben, als du dich in den Krieg warfst. Gib nicht auf. Diese Schlacht werden wir als Team schlagen. Du bist einer von uns und wir stehen auf deiner Seite. Akzeptiere unsere Macht und beende, was du begonnen hattest. Kaum hatten die eigenartigen Stimmen ausgesprochen, glaubte ich, Silhouetten in der Lebensenergie am Himmel zu sehen. Sie alle begannen zu leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Und Energie strömte aus ihnen heraus, ähnlich wie aus den Gebeten der anderen Welten. Und all dies sammelte sich nun in Darkrai. Erneut vollzog sich vor unseren Augen eine Verwandlung. Es war keinesfalls das erste Mal in diesem großen Finale. Doch dieses Mal sollte es wahrlich das letzte sein. All die Macht, die nun auf Darkrai einfloss, hüllte ihn ein wie ein Kokon. Ich glaubte, leise Stimmen aus den Gebetstropfen erklingen zu hören. Gebete für eine leuchtende Zukunft, für ein besseres Leben. All die Gebete, welche auch aus unserer Welt erklangen, die auf unseren Sieg hofften. Dazu noch die Kombination und Macht der vier Stimmen. Hatte Darkrai tatsächlich die Wahrheit gesagt? War er ein Gesandter der Götter? Waren diese vier Stimmen die Weltengeister gewesen? Und all die Pokémon der anderen Weltenbäume hatten von Anfang an für Darkrais Sieg gebetet. Als die Verwandlung weiter voranschritt, begann auch der Kokor, welcher nun in allen Farben des Regenbogens leuchtete, zu wachsen. Es schien, als gäbe es gar kein Ende mehr für die schier endlose Kraft, welche Darkrai nun zukam. Und in einem Ball aus glühendem Feuer löste sich der Kokor auf und gab zutage, was wohl das mächtigste Wesen war, welches je kreiert werden könnte. Die Größe dieses dämonischen Riesen ließ selbst Proto-Groudon aussehen wie ein Insekt. Die rotglühenden Augen des teuflischen Wesens wirkten, als würde der Hass selber aus ihnen strahlen. Das Wesen der vier Götter zeigte sein teufelsgleiches Antlitz. Ein Körper, schwarz wie die Nacht. Nur teils übersät von lila Flecken der Kraft des ersten Menschen. Klauen, Flügel und Schweif erinnerten an einen Drachen des düstersten Void. Die blutroten Hörner am Kopfe des Dämonen waren bei diesem Unwesen bloß noch das Tüpfelchen auf dem I. Meine Götter, meine Freunde, sofern ihr in diesen Minuten auch sein möget, ich spüre eure Kraft durch meine Adern strömen. Ich spüre euren Beistand, eure Hoffnungen, eure Träume. Ich werde weiterkämpfen, bis auch der letzte Tropfen meines Blutes vergossen ist. Denn ich bleibe treu, so wie ich es immer gewesen bin, mit der Macht aller vier meiner Götter und der halben Kraft des ersten Menschen konnte ich diese Form annehmen. Nur die düstersten Legenden des Sternlichtes bezeugen das Wesen, welches ich nun wurde. Vier Götter, wenn geschwächt, einen sich in meinem Körper. Der Vier-Seelen-Gott, Weiles. Denjenigen, den die Welten kennen werden, als den Stürzer der Sterne. Doch zuvor. Das massive Wesen wandte sich nun an mich und meine Freunde. Ihr, bevor ich diesen Krieg beenden kann, brauche ich die Kraft des ersten Menschen auf meiner Seite. Ich gebe euch ein letztes Mal die Chance. Schließt euch mir an,
oder ich muss die Kraft, welche ich benötige, selber erkämpfen. Ich werde ehrlich bleiben. Ich war mir wirklich nicht sicher, welche Entscheidung nun die richtige war. Denn all die Dinge, welche Daka erzählt hatten, sie alle ergaben so viel Sinn, wirkten so korrekt in diesen Minuten. Doch Lord Ecke hatte keine derartigen Zweifel. An diese Kraft kommst du nur über meine Leiche. Ein Wesen der Finsternis wie du verdient nichts als den Tod. Lord Ecke, geprägt von den Lügen deines falschen Gottes. Auch ihr würdet den Wert der Dunkelheit zu schätzen wissen. Die Dunkelheit und das Licht auf eine Stufe stellen. Wenn nicht ich es wäre, den euer falscher Gott so fürchtet. Das Sternenlicht versteckt sich vor der puren Finsternis und so sträubt auch ihr euch gegen diese Wahrheit. Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen müsste. Doch es scheint, als bliebe mir keine andere Wahl. Es hätte nicht hierzu kommen müssen. Alles, was nun geschieht, habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ein letztes Mal versuchte ich, eine Konfrontation zu verhindern. Denn nur ein Narr würde es leugnen. Im Angesicht dieses Dämons, oder vielleicht doch Gottes, verspürte ich unermessliche Angst. Ich spürte, dieses Wesen, egal wie stark unser Team im Verlauf all der Jahre geworden war, war uns einfach über. Wenn du doch nun so mächtig bist, wozu brauchst du diese Kraft dann noch? Du hast die Macht vierer Götter, um einen einzelnen von ihnen zu stürzen. Ihr werdet die Wahrheit nie sehen. Spürt ihr denn nicht das Ungleichgewicht des Universums? Genau dies ist das Unrecht. Die Kraft aller vierer meiner Götter, kombiniert mit der halben Kraft des ersten Menschen. Es wäre eine spannende Schlacht, doch am Ende würde Omegon als Sieger hervorgehen. Ein Gott, welcher alleine mehr Macht hat als vier andere. Dies ist das Unrecht, welches unser Universum in den Tod stürzen vermag. Es gab also wahrlich keinen Weg daran vorbei. Es ging für uns in den Kampf. Gegen Vyles, ein Gott aus Vieren, der mit Abstand stärkste aller Feinde. Und das Schlimmste, ich wusste nicht einmal, ob wir überhaupt im Recht waren. Doch auch wenn ich nun diese Zweifel in mir hegte, spürte ich genau, dass ich meine Freundin dieser Schlacht nicht im Stich lassen dürfte. Und ich hatte es auch nicht vor. Schnell zeigten sich die Stärken und die Schwächen des Vierseelengottes auf. Seine größten Schwächen waren seine Größe, die ihn zu einem sehr großen Ziel machte, sowie die daraus folgende Trägheit, die seine Angriffe sehr langsam machte. Seine größte Stärke war, dass seine Schwächen alle irrelevant waren. Eine undurchdringbare Haut aus Schatten und Hoffnungen schützte jeden Zentimeter seines Körpers vor Verletzungen. Seine Angriffe waren zwar langsam, doch hatten einen riesigen Radius sowie unfassbare Kraft. Dieser Titan schien keine wahren Schwächen zu haben. Gleichzeitig ließ die Größe des Weiles auch uns recht wenig Platz, um uns zu bewegen. Die Angriffe des Feindes waren schwer vorherzusehen, da er immer und immer und immer neue Techniken auspackte. Aber es wäre wohl idiotisch, damit zu rechnen, dass ein Wesen aus vier Göttern irgendwie ein Limit von möglichen Angriffen hätte. Es gab nur eine vorhersehbare Sache, was gleichzeitig Vor- und Nachteil war. Weil es schien kein Interesse an irgendjemanden aus unserer Gruppe zu haben, abgesehen von Lord Ecke. Nun, wo er wusste, dass er all die Zeit der erste Mensch gewesen war, war auch ihm bewusst, dass Lord Eckes Tod seinen sicheren Sieg bedeuten würde. Und selbst, wenn jeder einzelne unserer Krieger alles gab, es schien zwecklos. Ivys Kraft der Drachenblutlinie wirkte machtlos. Es war genau, wie ich bereits vor dem Beginn dieser Schlacht gespürt hatte. Auch unser gesamtes Team vereint war nicht
ansatzweise auf dem Level eines Weiles. Wir hatten immer gesagt, dass uns als Team niemand besiegen könnte. Wir hatten so viele unmachbar scheinende Herausforderungen gemeistert. Doch diesen Gott konnten wir nicht besiegen. Das Schlimmste war, je mehr Zeit verging, desto stärker wurde Weiles. Immer noch strömten nach und nach mehr Gebetstropfen in seinen Körper, welche seine Kraft nur Stück für Stück steigerten. Und als der Vier-Seelen-Gott zum ersten Mal seine Hörner als Angriffsquelle nutzte, Geschosse, ähnlich wie jene der Determination, schossen aus ihnen heraus. Das erste mitten auf Lord Ecke. Er reagierte jedoch schnell genug, um auszuweichen. Doch Weiles rechnete damit und plante den nächsten Angriff voraus. Ein mächtiger Hieb schlug genau dort ein, wo Lord Ecke landete. In jedem anderen Kampf wäre ein Hieb keine zu mächtige Attacke. Doch in einer Schlacht gegen einen wahrlichen Titanen, welcher das Gewicht von manchen Planeten übertraf, lila Energie begann unter Weiles Hand hervorzuströmen. Ich erkannte sie genau. Es war dieselbe, die der Vier-Seelen-Gott selber auch nutzte. Es war die Kraft des ersten Menschen. Lord Ecke, nein! Es kann nicht! Wie auch das reine Element, die dunkle Macht und die Kraft des ersten Menschen im Zahnrad der Welten, strömte all die Macht in den Himmel und bildete einen Strudel, eine letzte Spirale. Als Weiles seine Faust anhob, war Lord Ecke einfach verschwunden. Es ist vollbracht. Meine Götter, seht ihr es? Der Moment ist gekommen. Die Kraft des ersten Menschen, sie wird wieder geeint sein. Alles wendet sich zum Guten. Der Arm, mit welchem er gerade noch meinen besten Freund erschlagen hatte, fuhr in die Höhe. Kraft des ersten Menschen, spüre die deine. Kehre zurück und werde wieder eins. So, dass die Gerechtigkeit siegen kann. Dies war es also gewesen. Dies war das Ende. Mit der gesamten Kraft des ersten Menschen gab es keine Hoffnung mehr. Doch es geschah nichts. Weiles selber schien nicht zu verstehen, warum die Kraft, welche am Himmel kreist, ihm nicht zu gehorchen schien. Und Sekunden später schoss all die Macht in einem Strahl aus dem Himmel hinab. Und hierbei schien sie einem kleinen Wesen an seiner Spitze zu folgen, wie ein Schweif. Und eben dieses Wesen landete direkt vor meinen Füßen. Mit einem Körper wie eine kleine Eidechse, doch komplett schwarz und ohne Augen blickte es mich an. Insofern ohne Augen eben möglich. Und ohne Worte verstand ich. Die Kraft strömte durch mich hindurch. Die Kraft des ersten Menschen mischte sich nun mit der des zweiten. Und Weiles wirkte wie erstarrt. Nein! Nicht jetzt! Nicht hier! Nicht so! Du darfst nicht! Woher kommt dann auf einmal diese Furcht, Weiles? Hast du Angst vor der geeinten Kraft des Team Runde Ecken? Nun geeint in einem Pokémon? Oder jagt dir diese kleine Echse etwa Angst ein? Niemals würde ich mich vor der Kraft des Menschen in dieser Form fürchten. Doch diese Echse. Ich spürte, wie der Blick des kleinen Tieres auf mich intensiver wurde. Und auf einmal schlug es die Augen auf. Augen, welche vorher nicht vorhanden schienen. Doch anstatt, dass ich nun in Augen blickte, strömten unsagbare Massen an Licht aus ihnen hinaus. Überall um den Weltenbaum herum sammelte sich die Energie, wie eine endlose Schlange. Das düstere Blau mit den sternenweißen Punkten zeigte auch schon vor der Offenbarung, was hinter dieser schwarzen Echse steckte. Größer
als unser gesamter Weltenbaum, erstreckte sich nun ein Drache, geformt aus reinstem Sternenlicht. Selbst weil es wirkte nun nicht mehr so riesig wie zuvor. Der Herr des Sternenlichtes übertrumpfte seine Größe noch einmal um weitere 50%. Omega, nenne ich mich nicht bei diesem Namen, sterblicher Narr. Du hast mich als Omegon zu betiteln, so wie all deine jämmerlichen Freunde. Also warst du es, der all die Jahre meine Macht für seine Zwecke missbrauchte. Ich hätte es wissen müssen. In dieser Sekunde schien Weiles jedoch tatsächlich kaum Interesse an Omegon zu zeigen. Günther, Latias, Latios, Floink, Bulbi, Funkenherz, Sejong, Sumpex, Ivy, Spark, schließt euch bitte mir in dieser letzten Schlacht an. Nach allem, was hier vorgefallen ist, müsst ihr doch auch die Wahrheit sehen. Wenn wir uns nun verbünden, können wir Omegon stürzen. Weil es. Vor Minuten nahm er meinem besten Freund das Leben. Als Darkrai terrorisierte er schon seit Jahren meine Heimat. Doch er hatte recht. Diese Kämpfe, vier Weltengeister, vier Weltenbäume, hofften alle auf seinen Sieg. Nur Omegon stand ihm entgegen. Was, wenn er wirklich die Wahrheit sagte? Was war nun die richtige Entscheidung? Das ist es, was ihr nun entscheiden könnt, Zuschauer. Stimmt in den Kommentaren ab. Für die letzte große Schlacht soll das Team rund um Günther sich auf Omegons Seite stellen. Oder treten sie auf die Seite des Weiles. Stimmt jetzt ab und entscheidet den Ausgang des großen Finale.